Menschen mit Luhmann gesprochen, sind eigentlich Kompakttürme. Also der Mensch ist eine Hochabstraktion. Sie treffen ja ohnehin nie den Menschen, sondern immer nur Leute. Weswegen ich auch persönlich lieber von Leuten spreche als von Menschen. Aber wie Luhmann würde auch ich sagen, wenn man von dem Menschen spricht, dann ist das eigentlich eine kompakte Formulierung für eine Vielzahl von Systemen, die aufeinander bezogen sind, hyperzyklisch oder wie immer Sie das nennen wollen. Aber Sie haben wahrscheinlich ein Gehirn, ne, und entsprechendes neuronales System, aber auch einen Magen. Dann gibt es im Körper die verschiedensten Wahrnehmungsmöglichkeiten, es gibt die Leber, es gibt alles Mögliche. Und dies alles ist miteinander strukturell gekoppelt oder verbunden, wie immer Sie es wollen. Aber wenn Sie von der Leber sprechen oder von dem oder von jenem, haben Sie noch kein Alleinstellungsmerkmal dessen, was der Mensch ist. Tiere haben auch solche Dinge, wenn Sie so wollen. Also der Mensch ist eher ein zu vermeidender Begriff, eher eine Pathosform. Die Systemtheorie beobachtet den Menschen als eine Ansammlung von strukturell gekoppelten Systemen. Dazu gehören etwa eine Vielzahl biologischer Systeme. Unser alltäglicher Sprachgebrauch dagegen stellt den Menschen als ganzheitliches Wesen nicht in Frage. Warum? Kommunikation würde nicht laufen, wenn nicht Äußerungen produziert würden. Also wenn ich externen Einheiten, welchen auch immer, unterstellt werden könnte, dass sie einen Umgang mit sich selbst pflegen, der undurchsichtig ist, intransparent, also selbstreferenzielle, auf sich selbst bezogene Systeme. Man müsste sozusagen den Menschen erfinden, wenn wir nicht das Wort schon hätten. Aber diese Problemlösung, die ich jetzt eben genannt habe, eine von mehreren, ist aber auch eine, die gestattet zu fragen, und wer könnte denn jetzt sozusagen dieses Modell des Menschen ersetzen? Dann ein klein wenig abstrakter, ein selbstreferenzielles System, das nicht aus Zellen besteht. Computer. Stellen wir uns jetzt quantenphysikalisch konfigurierte Computer vor. Sobald die anfangen, Selbstreferenz zu produzieren, kann Kommunikation laufen. Menschen begegnen einander als undurchsichtig. Undurchschaubarkeit ist die Voraussetzung, damit überhaupt Äußerungen notwendig sind. Wenn wir immer wüssten, wohin der Lenker das Tretboot steuert, brauchten wir keine Kommunikation. Die Funktion des Menschen in sozialen Systemen ist seine undurchschaubare Selbstbezüglichkeit. Wir sind es gewohnt, Wesen oder Körpern eigenes Erleben und Handeln zu unterstellen. Auch dann, wenn sie offensichtlich nicht aus Fleisch und Blut bestehen. Für die Kinder ist es Kasperle, der zu ihnen...